Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Schietwetter, wie man so schön im Norden sagt. Aber das Wetter ist uns egal, denn heute kümmern wir uns um das Tier 6 Schlachtschiff. Arizona ist hier Top-Tier 5er, 6er Gefecht. Das ist schon mal schön. Kamadoyo hat das Ganze eingeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt schauen wir mal, was er damit so reißen kann. Aber erstmal geben wir natürlich hier ein bisschen Gas. So, Wetter klart auf. Und wir sehen, dass er mit 18,6 Kilometer Reichweite schon fast in Reichweite ist. Und jetzt sehen wir schon die ersten Schüsse Richtung Cleveland. Mal schauen, ob die vielleicht schon gar nicht so schlecht kommen. In der Tendenz schauen die schon ganz sauber aus. 25.000 Damage, zwei Zitadellen auf 18 Kilometer. Ja, kann man genau so machen. Genau so will man eigentlich als Schlachtschiffkapitän, dass die Runde startet. Besser geht's einfach nicht. Hat auch gleich die nächste Salve ready, aber die Cleveland hat wahrscheinlich jetzt schon gar keinen Bock mehr. Denkt sich, oh nö, lass mich doch einfach in Ruhe. Aber den Gefallen tut er der Cleveland natürlich nicht. Und setzt dann ein bisschen breiteren Fächer. Mal schauen, ob er damit klarkommen kann. Ja, ein Treffer zwar, aber der, glaube ich, war jetzt leider nicht so verheerend, dass da jetzt die Cleveland schon den Meeresboden abtastet. Deswegen nimmt jetzt die Emerald, weil Cleveland ist leider nicht mehr zu sehen. So, oh, hier nochmal schöne Zitadelle, 10.300 Damage. Also die verteilt er schon richtig satt. Da kann man nichts anderes sagen. So, und jetzt vielleicht die New Mexico, die fährt sehr schön seitlich. Die Schüsse kommen gut runter. Auch hier nochmal 14.000 Damage. Also jede Salve, die er da so vom Stapel lässt, trifft perfekt. Und das Schöne ist auch, seht ihr Schüsse auf ihn? Nein, der Gegner ignoriert ihn. Der denkt sich, was will denn die Arizona da? Die macht doch nichts, die will doch nur spielen. Das ist total wurscht. Der kann machen, wie es ihm beliebt. Und bratzt eine Salve nach der anderen raus. Aber die war ein bisschen zu weit vorgehalten. Aber trotzdem, auch mit einer einzigen Granate macht er da noch 3000 Schaden. Kann man wirklich lassen. So, jetzt wird ein bisschen gekuschelt mit ihm und der Emerald. Aber das ist jetzt halb so wild. Vielleicht hier jetzt dann die Vernichtung von der Emerald oder Cleveland. Und da ist auch die Zerstörung sehr schön. First Blood ist da bei ihm. Und wie die Spielstimme sagt, definitiv ein sehr guter Anfang. Schon 61.000 Damage angebracht. So, und jetzt die Königsberg. Auch die ist da nicht wirklich stark gepanzert. Hat auch riesige Probleme zu einer Arizona. Ah, 3.400. Aber da kann noch einiges mehr kommen. Die New Mexico pfeift da auch schon fast aus dem letzten Loch, kann man so sagen.
So, und jetzt die Emerald im Rückwärtsgang. Das könnte jetzt mal sich richtig bitter rächen, dieser Rückwärtsgang. Schauen gut aus. Boah, wieder zwei Zitadellen. Unfassbar, schon die fünfte Zitadelle, die er hier an den Start bringt. So, und jetzt muss man aufpassen auf die Flugzeuge, aber die scheinen auch nicht auf ihn zu gehen, sondern auf den Flugzeugträger von ihm. Also auch da hat er wieder alles, was er braucht, um unbeschadet aus der Sache rauszugehen. So, Königsberg, die dreht jetzt sogar nochmal extra gefühlt rein. Klar, die Torpedos sind da dementsprechend zu der Punkt. Aber schwieriger Winkel jetzt wieder. Deswegen auch nur 2700 Damage. So, die Emerald kommt schon wieder zum Kuscheln scheinbar. Aber jetzt ist sie da schöner. Jetzt muss er noch die 8 Sekunden überbrücken, bis er da nachgeladen hat. Und dann ist es eine sensationelle Distanz. 10 Kilometer. Das sind es auch nur 5 Sekunden. Und jetzt kriegt er die ersten Hits so mal langsam ab. So, und perfekte Distanz. Die macht richtig Spaß. Flieger sind über ihm. In dem Fall leider ein bisschen zu weit hinten die Schüsse angekommen. Aber die Flieger sind und haben nur überflogen. Keinerlei Problematik für ihn. Nichts, vor dem er sich hier schützen oder fürchten muss. Aber jetzt sollte die Königsberg dann mal langsam das Zeitliche segnen. Mit der nächsten Salve sollte das Thema sich eigentlich erübrigen, schätze ich mal. 1700 Hitpoints. Noch ein bisschen ausrichten. Jetzt pendelt sie gegen. Und das schaut gut aus. Ja, da braucht er eigentlich nur eine Granate und fertig ist das Thema. Schaut super aus für sein Team. Erst zwei Schiffe haben sie verloren. Der Gegner schon 5 an der Zahl. Ticketsmäßig liegen sie dementsprechend natürlich gut vorne. Jetzt hier die Cleveland ist das nächste Opfer. Die steht da fast. Deswegen ein minimal Ämter davor, weil die jetzt gerade in der Vorwärtsbewegung sein wird. Und dahinter geht jetzt die Zuyo auch noch auf. Boah, die waren schon mal schön. 8800 Damage. Und dann nochmal 15.000 nachgesetzt. So schaut eine volle Cleveland aus und plötzlich hat sie halt nur noch 7.500. So kann man es machen. Also wirklich jede Salve, die er hier abfeuert, ist ein wahnsinnig guter Hit. Da will man gleich sofort die Arizona spielen und ich denke, den nächsten Treffer gehen dann Richtung Zuyo raus. Ich glaube nicht, dass er nochmal auf die Cleveland ballern wird. Und da auch nochmal eine Zitadelle. Auch nochmal knapp 13.000 Damage hat er gut die Zuyo getroffen, genauso wie er es wollte. Der Gegner rottet sich da hinten jetzt auf diesem Karteneck zusammen. Aber wie gesagt, das schaut nicht gut aus. Mittlerweile haben sie schon 6 Verluste eben. Und er kriegt auch sogar schon die Props aus seinem Team. So, und jetzt hier auf die La Galisionnaire, die da auch steht. Auch hier könnte jetzt dann nochmal ein richtig dicker Hit sitzen. Jetzt hat er die Aufmerksamkeit vom Flugzeugträger da auf sich gezogen. Und die beiden Torpedos, die sitzen auch beide. Aber alles halb so wild. Er hat ja noch genug Hitpoints. Auch die Bomber waren jetzt halb so schlimm. Da hat sich die Zuyo auf jeden Fall mal ein bisschen gerecht für die Treffer auf sich. Und da will er jetzt nochmal Hallo sagen. So sieht es zumindest aus. Problem gelöst. Und da macht er sie auch noch weg mit einer Zitadelle. Dachte er sich, wenn du mich da jetzt so erwiderst, dann kriegst du es halt zurück. Du Flugzeugträger, du. Sein 4. Kill.
Einen braucht er noch für die Krake und die Krake, die wäre wirklich verdient. Allerdings langsam wird's eng, weil der Gegner nur noch drei Schiffe hat und die Tickets auch langsam so auslaufen. Jetzt vielleicht nochmal auf La Galisonnière. Aber die war noch drüber, er hat aber noch ein paar. Jetzt sind sie alle raus, da muss jetzt einer mal richtig sitzen. Auch in dem Fall zwar nicht schlecht getroffen, aber leider nicht genug, um die Versenkung einzuleiten. 70 Tickets, die letzten beiden Schiffe. Wenn das 30 eintütet auf die, dann wird es das wohl gewesen sein. Die Bayern ist schon noch sehr weit weg. Aber es bleibt ihm wohl gar nichts anderes über. Er muss auf die Bayern gehen, weil die La Galisonnière ist da einfach hinter der Insel jetzt. Ohne Chance drauf zu schießen. Wobei, die bewegt sich wieder ein bisschen nach vorne. Vielleicht ist das jetzt genau die Möglichkeit, die er braucht, um den Kill einzuleiten sozusagen. Ne, jetzt bleibt sie wieder hinter der Insel. Die Krake schaut da aus, als ob sie leider nicht ins Haus fließen wird. Oder die Krake schwimmt ja, also ins Haus schwimmen. Wobei, ins Haus schwimmt man jetzt auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. So, aber da kommt sie wieder vor, die La Galisonnière. Das ist seine Chance für den Killshot. Und da macht er ihn. Da holt er sich die Krake und die ist völlig verdient. 158.000 Damage. Und jetzt hat der Gegner noch 60 Tickets und sein Team lediglich drei Schiffe verloren. Ja, Monsterrunde. Ich kann euch schon sagen, viel passiert jetzt nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.